Herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial des Bee Nature Projects. Mein Name ist Torben Schiffer. Ich arbeite als externer wissenschaftlicher Mitarbeiter für Hobos unter der Leitung von Professor Jürgen Tautz. Und mein Forschungsgebiet sind die klimatischen Unterschiede von Baumhöhlen, dem natürlichen Habitat der Bienen und den Bienenbeuten. Wir haben in den letzten Jahren herausgefunden, dass die Bienenbeuten flächendeckend in Europa alle zu feucht sind und patente Lösungen entwickelt. Eine davon, die ich auch auf meinen Vorträgen regelmäßig vorstelle, möchte ich heute präsentieren. Es geht dabei um die Klimazarge, die auch unter dem Namen D-Deckel im Internet kursiert. Dazu möchte ich einmal die Varroa-Beute zeigen. Die Varroa-Beute war die erste, die so konzipiert worden ist, dass ein Strohkissen mit drin war. Dieses Strohkissen sollte die Feuchtigkeit, die eben bei der Verstoffwechselung des Honigs entsteht, aufnehmen und somit Schimmel auf den Waben verhindern. Warum müssen wir, das ist der nächste wichtige Punkt, warum müssen wir das Wasser überhaupt rauskriegen, warum müssen die Beuten trocken sein? A, die Baumhöhlen waren klimatisch gesehen so trocken, dass kein Wabenschimmel entstehen konnte. Darum geht es letzten Endes. Und Wabenschimmel ist aber in Europa in den Beuten eigentlich Alltag, besonders in der Winterszeit, ist es so, dass da Wabenschimmel großflächig in den Beuten entsteht. Und dieser Wabenschimmel ist besonders gefährlich, insbesondere für die Bienengesundheit. Wenn wir Messungen in Baumhöhlen machen, im natürlichen Habitat der Bienen, und wir gucken, welche klimatischen Bedingungen dort herrschen, dann können wir feststellen, dass die Feuchtigkeitswerte so niedrig sind, dass gar kein Wabenschimmel auf dem Wabenwerk, auf den Thoraxwaben der Bienen im Winter entstehen kann. Und somit bleiben die Bienen auch gesund. Wabenschimmel ist immer eine Gefahr für die Bienen, denn sie öffnen die Thoraxwaben mit den Mundwerkzeugen, infizieren sich dabei mit den Schimmelpathogenen. Auch das konnte ich in einem Schülerforschungsprojekt schon im Jahr 2009 erforschen, und wir gewannen damals den Hanse-Umweltpreis, also den NABU-Preis für die Stadt Hamburg. Varroas Überlegung war, durch ein Kissen, was er hier eingebaut hat, das bestand eben aus so einer Leerzarge, da hat er Stroh reingefüllt, die Feuchtigkeit zwischenzulagern, quasi die Bienen bei ihrer Überwinterung durch die Verstoffwechselung des Honigs erzeugen. Das Problem in diesem System war, dass der Deckel, den wir hier aufgefräst haben, dass der geschlossen war und die Feuchtigkeit so gar nicht genügend abgeführt werden konnte. Dadurch wurde das Kissen hier drin oder das Stroh sehr feucht und es bildete sich oftmals Schimmel. Also es gab wieder eine Übersättigung, das führte dazu, dass der Stock im Inneren auch sehr feucht wurde und das wiederum führte dazu, dass die Waben verschimmelten. Das System war also nicht ganz ausgereift. Um das System zu verbessern, haben wir letzten Endes dann hier oben die Bretter aufgesägt, und wenn man das dann füllt mit einer feinen Füllung aus Holzspänen zum Beispiel, dann funktioniert das System sehr gut. Man muss dann dafür sorgen, dass da natürlich kein Wasser reinkommt, und da das Dach von Varroa dafür ein bisschen kurz war, haben wir hier ein Stück rangeflickt, so dass wir hier jetzt einen genügend großen Überstand haben, der gewährleistet, dass das Dach effektiver funktioniert, als ich das für Varroa damals überlegt hatte. Für neue Systeme gibt es auch ein System. Das wurde unter anderem von mir entwickelt, weil ich die Bücherskorpione in Bienenbeuten integrieren wollte. Das schon vor 12 Jahren. Ich habe die Bücherskorpione vor 12 Jahren ja wiederentdeckt für die Imkerei während meines Biologiestudiums und auch mein Examen darüber geschrieben. Und das Problem war, dass wir sie nicht in die Bienenbeuten integrieren konnten nachhaltig, weil es eben zu feucht war und die Bücherskorpione keine Feuchtigkeit vertrugen. Deshalb oder vertragen. Und aus diesem Grunde musste ich mir Lösungen einfallen lassen, wie wir das Wasser aus der Beute bekommen oder wie wir die Beuten trockener machen. Und da habe ich schon die ersten Prototypen gebaut. Das ist der Klimadeckel, auch unter dem Namen D-Deckel bekannt mittlerweile im Internet. Klimadeckel ist der ursprüngliche Name dafür, und erste Prototypen davon habe ich schon in meiner weiterführenden Forschungsarbeit beschrieben. Die ist frei zum Download auf meiner Seite erhältlich. Da könnt ihr euch das reinschauen. Das Ganze war damals noch eine Leerzarge, die ich dann mit Streu aufgefüllt hatte,
Heute ist es ein kompakter eigener Deckel, den ich euch auch gleich vorstellen werde, wie er im Prinzip funktioniert. Es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele Nachbauten, die kursieren. Ich spreche auch auf meinen Vorträgen immer über diese Systeme und wie man das Wasser aus der Beute bekommt, damit die Bienen gesünder werden und wir eine erhöhte Überlebensrate der Völker haben. Und ich sehe da eine Reihe von problematischen Nachbauten, die jetzt mittlerweile im Internet kursieren. Und deshalb dieses Tutorial, um einmal zu zeigen, wie baue ich diesen Deckel also wirklich. Und all die Kinderkrankheiten, die entstehen, wenn man Fehler macht dabei, die wollen wir heute einmal thematisieren. Einen daneben gestellt. Man sieht schon, der Deckel hier ist aus Metall. Und das Ganze ist eigentlich nur so ein Leerraum mit einer mit so einer Dämmung drin aus Schafswolle. Schafswolle funktioniert sehr gut, ist aber auch für die Bienen sehr gefährlich. Warum? Das liegt daran, dass die Bienen, wenn sie an die Schafswolle kommen, sich sehr stark darin verheddern und man dann so Knäule hat von Bienen, die sehr stark in dieser Schafswolle verheddert sind und die kann man auch nicht mehr befreien. Das Einzige, was man dann tun kann, ist, dass man drauf tritt, denn man kann diese Bienen de facto nicht mehr retten. Sie würden langsam vor sich hin sterben und von daher Schafswolle ist keine gute Idee als Dämmung, es sei denn, man sorgt dafür, dass sie auf gar keinen Fall in Kontakt mit dem Bienenvolk kommt. Ein zweiter problematischer Punkt hier in diesem Bereich ist, dass Metall verwendet wird. Hier ist so ein Metallgitter drin und eigentlich muss man ja sagen, jeder Mensch weiß, Metall hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und wir haben das hier verbaut in einem Bereich, wo Kondensation droht, das heißt, dieses Metall ist ein bisschen kälter als der Rest und dann kondensiert hier das Wasser und dann entsteht Schimmel auch in diesem Deckel. Das heißt, nehmt bitte kein Metall in einem Bereich, der schimmelaffin ist und wo wir mit viel Feuchtigkeit zu kämpfen haben. Das geht immer ins Auge. Deswegen nehmen wir ja in unserem Deckel vergleichsweise eben dieses Leinentuch. Da hat man so eine Gefahr natürlich nicht. Also völlig metallfrei. Der zweite Punkt ist, den wir sehr häufig sehen bei diesen Nachbauten, das ist jetzt ein einfaches Metalldach. Das bietet gleich mehrere Nachteile. Die von den Bienen erzeugte Feuchtigkeit, die kommt hier quasi aus dieser Fläche raus. Der Deckel ist sehr kalt im Winter, die Feuchtigkeit kondensiert unter den Deckel. Und wenn es dann ein bisschen wärmer wird und taut, dann tropft sozusagen das Kondenswasser direkt in die Füllung. Das führt dazu, dass der Deckel pitschnass wird und seine dämmende Eigenschaft verliert. Und dann gibt es auch wieder Schimmel im Stock. Damit hat man nichts gewonnen. Auf einen Metalldeckel sollte man also unbedingt verzichten. Der nächste Punkt ist, dieser Deckel hat keinen Überstand. Das heißt, wenn man hier eine Füllung verwendet, zum Beispiel aus Streu, aus einem Einstreu, aus Holzstreu oder Hanfstreu, dann kann der Wind hier drunter pfeifen und dieses Streu quasi so ein bisschen verschieben im Innern und dann hat man auch keine Dämmeigenschaften mehr und der Deckel verliert seine Funktion. Das heißt, wir müssen davor schützen, einmal, dass hier zu viel Wind reinkommt. Zweitens, wenn es sehr stark regnet und der Bienenstock steht auf der Wiese etwas schräge, dann kann das sein, dass das Regenwasser hier unter den Deckel läuft und auch wieder auf den Innern, im Innern im Bereich abtropft. Und auch dann wird die Dämmung wieder feucht. Das heißt, mit so einem Deckel kann man nicht arbeiten. Und ich muss schwer davor warnen, solche Systeme einzusetzen. Es kann gut gehen. Oftmals geht es aber auch ins Auge. So. Wie funktioniert es aber wirklich? Das zeige ich euch jetzt. Das ganze Prinzip ist relativ simpel. Wir haben hier einen Deckel drauf. Und auch hier haben wir wieder einen Leerrahmen. Diesen Leerrahmen bespannen wir mit Leinen. Hier, das ist ein Leintuch. Wenn man dieses Leintuch in eine ganz dünne Propolis-Alkohol-Tinktur taucht und den Alkohol dann abdampfen lässt, dann wird er auch nicht mehr so stark oder wird dieses Leintuch auch nicht mehr so stark von den Bienen angeknabbert. Das schützt so ein bisschen davor. Ansonsten muss man das eben alle paar Jahre mal erneuern. Aber Leinen hat den Vorteil, dass es sehr diffusionsoffen ist. Das heißt, die Feuchtigkeit, die von den Bienen produziert wird hier, die kann diese Leinschicht fast ungehindert passieren. Dann
packen wir hier so eine Holzbolledämmung drauf aus Holzspänen. Machen wir nachher auch diese Holzspäne in lockerer Schüttung, haben den Vorteil, dass sie sehr viel Luft festhalten, dadurch entsteht eine sehr, sehr gute Dämmung und gleichzeitig ist das Ganze diffusionsoffen, das heißt die Feuchtigkeit kann raus und die von den Bienen erzeugte Wärme bleibt aber im Kasten erhalten. Und es ist genau das System, was eigentlich auch in der Baumhöhle stattfindet. Schaut dazu mein Tutorial, wie funktioniert die Baumhöhle, das werden wir auch in Kürze hochladen. Kommen wir nochmal zu diesem Deckel hier. Der hat nicht nur eine Regenabtropfkante, sondern der hat auch diese vier Blöcke. Die sind leicht konisch, so, die funktionieren quasi als Führung, damit der Deckel immer genau da sitzt, wo er eben auch sitzen soll. Das heißt, der führt letzten Endes genau den Deckel an diese Stelle, wo er hingehört. Dann kann man den auch nicht mehr verrücken oder so, sodass hier gleich dieser Spalt, der hier rum ist, der die Umlüftung gewährleistet, dass der zu allen Seiten immer gleich ist. So, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Dann haben wir hier Klötze, die eine unterschiedliche Höhe haben. Das heißt, hier vorne ist das Flugloch, hier hinten ist eben der hintere Bereich des Stocks. Und wenn ich den Deckel jetzt auflege, so, dann liegt er so ein bisschen schräge, übertrieben so gezeigt, sodass das Wasser eben nicht in Richtung Flugloch abtropft, sondern dass das Wasser immer hier unten runterläuft. Das ist das Erste. Das Zweite. Wir haben eine Tropfkante hier unter. Das heißt, diese Kante, die hier drauf ist, die ist so geschnitten, dass sie diese Lücke, die hier bleibt, überdeckt. Aber es bleibt noch ein Abstand von unten gesehen. Ich zeige euch das mal, ganz umdrehe. So, hier wird der Deckel komplett unterlüftet von allen Seiten. Aber es kann kein Wasser von oben in diesen Deckel eindringen. Auch nicht, wenn viel Wind von der Seite kommt. Der kann hier nicht um die Ecke fliegen und die Dämmung innen drin irgendwie verrutschen. Und jetzt regnet das sehr stark, deswegen hören wir ganz kurz auf. So, die Regenpause ist jetzt vorbei. Das Wetter macht wieder mit. Und kommen wir zum zweiten Teil dieses Tutorials. Es geht immer noch um den Klimadeckel. Und die Features. Ich habe gerade erklärt, wir haben diesen Deckel, der eben den Spalt, der hier offen gehalten ist, komplett überdeckt, sodass hier seitlich nichts reinregnen kann und auch Wind die Dämmung nicht verschieben kann. Zweitens ist das eine Abtropfkante, das heißt, Regen, der hier gegenkommt, der tropft hier unten ab und kommt gar nicht erst in den Bereich der Dämmung. Ja, das Schlimmste, was uns passieren kann in einem Klimadeckel ist, dass eben die Dämmung nass wird. Dann verliert er seine Eigenschaften und wir haben wiederum feuchte Bedingungen. Es wird kalt und nass und wir haben Wabenschimmel, den wir damit ja eigentlich bekämpfen wollen. Deswegen diese Sicherheitsfeatures. Ein weiteres Sicherheitsfeature, was dieser Deckel hat, ist eine weitere Abtropfkante, nämlich hier unten. Das heißt, der Deckel steht auch hier ein wenig über der Zarge und wir haben hier eine herunterlaufende Kante. Die Zarge liegt hier auf der Innenkante an und wenn wir das Ganze mal zusammen kippen, dann sieht man, dass dieser Deckel hier übersteht und Regen, der hier an die Seite ranschlägt, der tropft hier von dieser Kante ab, kann also gar nicht in den Zwischenspalt zwischen Zarge und Klimazarge und somit bleibt auch dieser Zwischenspalt trocken, denn da kriegt sehr gerne Feuchtigkeit rein. Man kann sich das vorstellen. Bei diesem Nachbau hier, den ich ja schon gezeigt hatte, wenn der einfach nur so da drauf liegt, ja, dann wird es auch da drunter schnell nass. Und dann kann die Füllung hier drin Feuchtigkeit ziehen und dann haben wir da wiederum mit Wasser und mit einer Sättigung und mit Schimmel zu kämpfen. Das wollen wir nicht. Das heißt, nehmt bitte nicht solche Systeme, sondern macht es gleich ordentlich und baut euch ein solch durchdachtes System, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Ganze auch funktioniert, und zwar bei Wind und Wetter. Dieser Deckel ist jetzt noch nicht gestrichen. Das ist mit Absicht so, dann kann man die Details vom Bau besser sehen, als wenn das jetzt alles lackiert ist. Und ein Detail, das ich vielleicht auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist,
wir haben hier im Innenbereich ja die Spannleisten, mit denen wir das Leinen spannen. Und damit das Leinen auch hier schön drin bleibt, haben wir hier Schrauben reingesetzt. Die Schraubenköpfe, die überkleben wir wiederum mit kleinen Hölzchen, sodass wir kein Metall offen in diesem kritischen Bereich haben, wo wir ja Feuchtigkeit aus dem Bienenvolk ausleiten. Denn Metall ist wieder ein Wärmeleiter und eine Kondensationsfalle. Und wir sehen dann immer bei den Schrauben, die wir sonst unabgedeckt gelassen haben, dass dort Kondenswasserbildung stattfindet und auch wiederum eine Schimmelbildung sich vollzieht. Dann braucht man eigentlich nichts mehr zu tun, außer dieses den Klimadeckel zu befüllen. Man kann dafür so einen Thermohanf nehmen. Thermohanf ist mir recht sympathisch, funktioniert sehr, sehr gut. Kriegt man im Baustoffhandel, ist biologischer Hanf, also gar nicht mit irgendwelchen Pestiziden oder so behandelt und hat sehr gute Dämmeigenschaften, wird auch tatsächlich im Hausbau benutzt. Schimmelt nicht besonders gut, selbst wenn er feucht ist, ist er schimmelresistent und gibt die Feuchtigkeit sehr gut wieder ab, ist sehr, sehr locker von seiner Struktur. Den kann man sehr gut nehmen. Ich persönlich habe die besten Erfahrungen gemacht mit solchen Holzspänen. Die kriegt man im Tierzucht oder im Tierhandel, so für Einstreu für Terrarien und so weiter. Da gibt es dann so große 20 Kilo Packungen und da kann man dann einfach diese Späne rausnehmen, diesen Staubarm, und die verfüllt man dann so in diese Sage, dass wir ungefähr eine Höhe von 8 cm erreichen. Das Ganze darf auf gar keinen Fall gestopft sein, sondern muss locker sein. Und dann haben wir auch besonders gute Eigenschaften in der Dämmung und auch im Ausleiten der Feuchtigkeit. Wenn man das dann so locker verfüllt hat, muss man unbedingt darauf achten, dass das auch zu allen Seiten und in den Ecken gut anliegt, damit wir da keinen Durchgang haben. Das ist auch der Grund, warum der Deckel von so einer Zarge hier nicht verschraubt oder so sein sollte, nicht fest montiert sein sollte, sondern so ein Deckel ist optimalerweise mit solchen Führungskürzchen versehen und ist steckbar. Das gewährt uns die schnelle Kontrolle, ob hier die Dämmung ordentlich liegt. Also besonders wenn man Stöcke jetzt verstellt hat oder wenn man dieses Equipment irgendwie transportiert im Auto, dann kann das schon mal sein, dass dieses Einstreu zur Seite rutscht. Und wir wollen, dass das also wirklich überall gut anliegt. Das sieht dann ungefähr so aus. Das liegt jetzt überall gut an, hat ungefähr eine Höhe von 8 cm. Und dann setze ich den Deckel auf mit diesen Führungsklötzchen, landet der immer genau da, wo er sein soll. Der überdeckt, wie gesagt, die Lücke hier von der Seite. Der Deckel an sich wird idealerweise noch bespannt mit einer Kunststofffolie zum Beispiel. Ein Blech würde ich nicht benutzen. Es gibt viele Hinweise, dass Blech im Bienenstock nicht besonders positiv ist für das Volk. So, entweder streicht man den, so dass der eben nicht kaputt geht mit einem entsprechenden unschädlichen Lack, oder ölt den kräftig ein, oder wenn man das richtig dauerhaft für 10 Jahre benutzen möchte, so einen Deckel, dann spannt man da so eine Kunststofffolie drauf und dann ist der dauerhaft wetterresistent. Fertig ist die Klimazarge. Dieser Klimadeckel kann also nicht nur für Holzstöcke zum Nachrüsten gebaut werden, sondern eignet sich sogar auch für Segeberger Styroporstöcke. Die haben ja den Nachteil, dass sie zwar sehr gut isoliert sind, aber aufgrund des Materials, welches absolut dampfdicht ist,
eine sehr hohe Feuchtigkeit aufweisen. Die Innenfeuchtigkeit in Segeberger Styroporbeuteln sind eigentlich ständig über 90% und damit weit im Schimmelniveau. Und auch wenn man so einen Deckel dann baut für einen Styroporstock, dann kann man die Innenfeuchtigkeit weit unter die Schimmelgrenze senken. Wir haben umfangreiche Messungen gemacht im letzten Jahr und wissen daher, dass wir teilweise sogar unter Feuchtigkeitswerte von 50% geraten. Und das ist insbesondere deshalb noch wichtig, weil wir ja auch einen neuen Schädling in Europa haben, nämlich den kleinen Beutenkäfer. Und wenn der irgendwann mal bei euch in die Stöcke kriechen möchte und der ist sowas von trocken, nämlich unter 50%, dann neigen die Eier des kleinen Beutekäfers dazu auszutrocknen. Das heißt, es kommen nur noch wenige zum Schlupf. Und daher ist das dann von sich aus schon mal eine natürliche Abwehr. Zweitens, wir haben natürlich bei diesen Feuchtigkeitswerten überhaupt keine Schimmelbildung mehr im Wabenbereich. Die Bienen bleiben somit im Winter gesund. Es gibt keine Infektion der Bienen durch Wabenschimmel. Und das steigert nicht nur die Bienengesundheit, sondern hebt auch die Winterüberlebensraten der Bienenvölker. Ein weiterer wichtiger Punkt, der hier aber noch zu beachten ist, die Beuten sollten nicht auf dem Boden stehen, der Boden ist immer nass. Und zweitens, der Beutenboden selber muss geschlossen sein. Wie man einen Boden baut, einen geschlossenen, der trotzdem so funktioniert wie ein offener mit einem Varroa-Schieber und allen anderen Features, die man auch gewöhnt ist, das zeige ich euch in meinem neuen und nächsten Tutorial. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, mehr lesen wollt, dann geht auf meine Webseite, der Link steht unter diesem Video, www.beenatureproject.com. Dort findet ihr noch eine Beschreibung dieses Deckels. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Hinterlasst mir ein Feedback, ob euch das gefallen hat. Und ja, dann wünsche ich fröhliches Werkeln.